Hallo, das Buch, aus dem ich euch heute vorlese, ist von Tabu B.B. Braun und lautet Endlich am Ziel, die geniale Therapie. Sorge dich nicht, alles ist gut. Alles, was dir passiert, konkurriert nur zu deinem Wohlergehen, auch Pech und Unglück. Nichts ist gegen dich, alles ist für dich. Hab keine Angst, lass los und erfahre glückliche Erfolge am laufenden Band. Die Logik und die Magie hinter diesem Erfolgsgesetz verstehen und anwenden. Das heutige Kapitel lautet: Deine Gedanken und Impulse sind nicht bedeutungslos. Deine Gedanken entstehen weder zufällig, noch sind sie willkürlich oder bedeutungslos. Im Gegenteil, auch Gedanken unterliegen dem quantenphysikalischen Gesetz der Anziehungskraft. Verdeutlichen werde ich dir dies mit einem Beispiel aus meinem eigenen Leben. Achte in Zukunft einmal selbst auf ähnliche Situationen und du wirst sehen, dass sich meine Theorie bestätigt. Vor einiger Zeit entschied ich mich dazu, mir ein Ersatzhandy zuzulegen. Ich wollte allerdings nicht irgendeins, sondern hatte mich in ein spezielles Modell verliebt, das heute nicht mehr hergestellt wird und entsprechend schwer zu finden ist. Es ging um das Samsung SGH CL70. Die Suche gestaltete sich schwer und die Angebote, die ich fand, waren mir mit über 34 Euro zu teuer, weshalb ich es für diesen Preis nicht kaufte. Eines Morgens gegen 9 Uhr dachte ich plötzlich an mein Handy, das in der Hosentasche war, obwohl ich keinen Anruf erwartete oder tätigen wollte. Da ich mir den Gesetzen der Quantenphysik und ihre Geltung für unsere Gedanken allerdings bewusst bin, entschied ich mich dazu, mein Handy aus der Tasche zu holen. Ich sah, dass der Akku schon wieder leer war und schloss es ins Ladegerät an. In diesem Moment kam mir der Gedanke, dass ich mal wieder im Internet nach Angeboten für mein Wunschhandy suchen könnte. Ich ließ alles, was ich tat, stehen und liegen. Ich war am Schreiben und normalerweise wäre ich auch nicht ins Internet gegangen. Um nach Angeboten zu suchen, obgleich ich in der Vergangenheit keinerlei Glück bei meiner Suche gehabt hatte. Aufgrund meiner Vertrautheit mit dem Gesetz der Anziehung und meinem Wissen, dass nichts zufällig kommt, wusste ich: Wenn dich ein plötzlicher und unerwarteter Gedanke ereilt, dann hat dieser dich angezogen, mit dir Kontakt aufgenommen. Du denkst nur an es, weil es an dich denkt, das bedeutet, weil es schon existiert. Ich ging also auf eBay und suchte nach diesem Gerät und fand tatsächlich eines, das zum Verkauf angeboten wurde. Die Auktion lief um 9.15 Uhr ab. Mittlerweile war es bereits 9.12 Uhr. Das Gerät war top und kostete mit Versand nur 10 Euro, im Gegensatz zu den 40 Euro inklusive Versand, die ich bisher gefunden hatte. Ich hatte nur noch 2 Minuten Zeit und kaufte das Gerät. Was kannst du aus dieser Geschichte erkennen? Ich wünschte mir dieses Gerät sehr. Nachdem ich nach monatelanger vergeblicher Suche mein Traumhandy endlich zu einem angemessenen Preis gefunden und gekauft hatte, dankte ich meinem Unterbewusstsein für seine Hilfe. Als Lohn für den Fund gab es mir die Freude über mein neues Handy. Mein Unterbewusstsein sendete meinen Wunsch an mein Bewusstsein, das nur dafür zuständig war, weiter nach Angeboten zu suchen. Als das Gerät in meiner Preislage zur Verfügung stand, hatte das Gerät Kontakt zu meinem Unterbewusstsein aufgenommen und mein Unterbewusstsein hatte daraufhin in Form von Gedanken mein Bewusstsein kontaktiert. Ich habe diesem Gedanken vertraut und habe mich im richtigen Moment noch einmal auf die Suche nach Angeboten begeben. Du siehst, dass es kein Zufall war, dass ich in diesem Moment diesen Gedanken hatte. Der Gedanke kam, weil das Gerät da war. Vielleicht war es auch mein Gedanke, der dazu geführt hatte, dass diese Person sein Handy verkaufte. Das hieße, meine Gedanken hätten auch das Handy angezogen. Falls ihr weitere Geschichten dieser Art lesen und aus ihnen lernen möchtet, könnt ihr das Buch auf Amazon, der Website für In der E-Edition, in allen Online-Buchläden sowie aber auch in jedem Buchladen um die Ecke kaufen.